das spiegelt die Stimmung. Die Menschen wirken kalt, Gesichter zeigen Frust, Sorgen machen sich im Land breit. Das Leben ist Hartz IV, suche Flucht auf einem Blatt Papier. Lass alles raus, hab so vieles im Kopf, bin ich ansprechbar wie ein Bewusstloser am Tropf. Finde nicht mehr zurecht, wie als wenn ich durch den Treppenwald lauf. Finde keinen Halt wie im Eislauf, als ich auf euer Mitleid durch Scheiß drauf. Ey Baby, ich lass die Schmetterlinge frei auf, wenn ihre Flügel gebrochen sind, kann nix mehr tun. Schau nach vorn, lass sie in Frieden ruhen. Mach ne Kerze an, wenn es dir nicht gut geht. Denke immer daran, dass du nur einmal lebst. Mach das Beste aus jedem Tag und werd nicht so wie sie, wie die Leute, die mit sich schon fertig sind. Oft depressiv. Du willst nicht mehr, denn du wolltest nicht mehr. Das heißt, du hast jahrelang hart für dein eigenes Grab geschaufelt, dich selber verschaukelt. Und nun willst du den Ding auch noch physisch beenden. Bei jeder, jeder hilft zu spät, aber jeder, der lebt, kann sein Leben noch ändern. Noch ändern. Kann sein Leben noch ändern. Du bist im Sog gefangen und findest keinen Notausgang. Deine Seele ist über Rot gegangen und wurde von einem Geldtransporter überfahren. Warum belügst du dich wie jemand, der sich täglich Drogen schmeißt und meint, er könne damit aufhören, jederzeit? Was für ein Bullshit. Du tingelst wie Tangelbob von Job zu Job und wirst dabei verarscht wie Stars und Punk. Punkt. Lass dir nicht einreden, so wäre das wahre Leben, denn wenn es so wäre, gäbe es auch kein Gott. Mach es wie Ikea, entdecke die Möglichkeiten und scheiß drauf, was die anderen für möglich halten. Ich meine, wie willst du dein Glück finden, wenn du nicht mal danach suchst? Jetzt fang an, sonst endest du wie die, die nicht mehr wollen. Weil sie nicht mehr vom Leben wollten. Du willst nicht mehr, denn du wolltest nicht mehr. Das heißt, du hast jahrelang hart für dein eigenes Grab geschaufelt, dich selber verschaukelt. Und nun willst du dein Leben auch noch physisch beenden. Bei jeder hilft zu spät, aber jeder, der lebt, kann sein Leben noch ändern. Noch ändern. Kann sein Leben noch ändern. Dein Leben auch noch physisch beenden.